Moin Amigos, moin zusammen. Hallo, ich grüße euch. So, da bin ich nochmal. Ja, ich greife jetzt mal ein bisschen vorweg, weil jetzt vermeldet wird, dass Ljubicic dann doch vermeintlich länger ausfallen könnte. Vermeintlich sogar bis ja, zum Ende dieser sogenannten Hinrunde am 12. November da gegen Hertha oder was das da ist. Das wäre natürlich Katastrophe. Gut, wir müssen jetzt erstmal das MRT abwarten und das Beste hoffen. Aber mit bis zu 3 Wochen Minimum oder sowas wird halt schon spekuliert. Ja, umso roter ist die Karte denn auch für mich gegen Bensebaini und nicht mehr gelb. Aber gut, die Kröte müssen wir jetzt auch schlucken, nicht nur die von Donnerstag, sondern der ganze Scheiß von heute oder von vorhin. Auf das Spiel am Donnerstag und jetzt, weil ja noch einer verletzt dazugekommen ist und ich jetzt noch nicht wirklich weiß, was jetzt so mit so einem Lämperle ist oder was mit auch mit Thielmann ist, der jetzt nun gefühlt irgendwie schon ja 3 Spiele jetzt nicht dabei war, weil er krank ist. Ob er nun Corona hat oder ob er einen anderen Virus hat oder ob er einfach nur grippalen Infekt hat, weiß ich nicht. Das weiß irgendwie keiner. Es das heißt einfach nur, dass er halt krank ist oder ein Virus haben soll. Puh. Okay. Aber jetzt, wo Ljubicic vermeintlich eh länger oder komplett bis zu dieser sogenannten Hinrunde ausfällt, bleibt Baumgart für mich einfach nichts mehr übrig. Er muss auf die Doppel-Sechs mit Martell und Skiri. Und wenn einer von beiden mal nicht kann, dann stellst du da meinetwegen Hüseyin Basic hin. Ist mir auch egal. Das kann der auch. Ja, auf dem Hinblick, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, weil ich irgendwie, ich muss das rauslassen, ich muss darüber reden. Ja, musst du dann halt mit Schwebe natürlich im Tor spielen. Sowieso, ist klar, bester Mann. Ja, wie gesagt, ob mittlerweile Schmidt spielt oder Schindler hinten rechts, ist mir mittlerweile auch egal. Die geben sich beide nichts vom Niveau her. Schindler vermeintlich noch ein bisschen mehr als Schmitz, weil Schmitz macht mittlerweile wieder nur noch Sachen, die ja einem Benno gleichen und nicht mehr einem kölschen Cafu. Kilian hat jetzt für mich das zweite Spiel auch schlecht gespielt. Jetzt nicht so schlecht wie am Donnerstag gegen Belgrad, aber er hat halt auch irgendwie entscheidende Zweikämpfe ja, nicht gewonnen. Oder stand zu weit weg und. Und Soldo hat es gut gemacht gegen Belgrad. Also muss Soldo und Hübers die Innenverteidigung bilden am Donnerstag. Und ja, Pedersen hat eigentlich auch gut gespielt gegen Belgrad, bis er dann raus musste. Und dann kam Hector. Klar muss Hector eigentlich immer spielen. Aber wenn Pedersen so spielt, wie er jetzt am Donnerstag gegen Belgrad gespielt hat, dann kann auch Pedersen mal spielen, sodass Hector vielleicht dann doch mal das ein oder andere Spiel mehr Pause bekommt und nicht immer nur 60 Minuten an Pause. Ja, dann wie gesagt die Doppel-6 mit Martell und Skiri jetzt am Donnerstag ist klar. Kainz kann ja Donnerstag mitspielen, gegen Augsburg am Sonntag natürlich nicht. Ja, hoffentlich das oder hoffentlich hat Meiner noch genug Körner, sodass Meiner und Kainz dann halt über die Außen kommen. Auf der 10 kannst du mittlerweile oder solltest du mittlerweile Hüseyin Basic einfach ins kalte Wasser werfen, bis Marc-Uth fit ist, weil Duda hat jetzt die ganze Zeit gespielt und gut, gegen Dortmund war okay. Gegen Belgrad war auch schon okay, aber heute war auch wieder gar nichts. Das ist einfach alles zu wenig. Ja, und vorne, tut mir leid, so ein Dietz und Tigges brauchen wir aktuell jetzt nicht. Weil unser Pressing funktioniert mit denen nicht, unser Flankenspiel funktioniert generell nicht und mit den beiden sowieso nicht, weil sie einfach zu kopfballschwach sind und zu zweikampfschwach sind, sich durchzusetzen oder richtig zu positionieren, weil sie entweder out of position sind, also immer falsch stehen oder falsch laufen oder an der Außenlinie rumtoren, nicht die Geschwindigkeit haben und. Ja, und solange Thielmann halt auch fehlt, dann stell da bitte Adamian hin, ne? Weil der kann auch Stürmer und wenn er da alleine ist, dann ist es vielleicht auch was anderes, dass er denn der vermeintliche Zielspieler ist. Und nicht derjenige, den man den auch nochmal anspielt, damit der dann irgendwie Tigges oder Dietz irgendwie sucht. Ja, und gegen Augsburg, wenn denn keins fehlt, ja gut, da muss halt irgendein anderer noch zusätzlich mit rein. Ne? Ja, wir müssen mal gucken. Marc-Uth müsste dann natürlich auch am Donnerstag ja, mindestens eine halbe Stunde wieder bekommen. Oder er soll einfach rein, ne, am Anfang des Spiels und dann halt so lange spielen, wie er kann. Vielleicht schafft er ja auch die 60 Minuten. Ja, weil ihr müsst es ja mal so sehen, Andersen und Limnios fallen ja lange aus oder die sind eh außen vor. Ja, Chabot und Ole sind ja auch, die fallen ja auch auf jeden Fall bis zum Ende dieser Hinrunde aus, sollten dann aber im Januar dann wieder soweit fit sein. Ja, Timo Horn ist ja auch immer noch mit seinem kleinen Muskelfaserriss hat zu kämpfen, aber da sollte es bald wieder gehen, sodass der dann zumindest wieder auf der Bank sitzt.
Aber gut, Urbich oder Köbbing, sollten die tatsächlich mal eingewechselt werden, würden das dann zumindest für ein Spiel dann halt auch solide machen, kann ich, also würde ich mir vorstellen. Aber Schwebe ist Marvel, nicht nur Marvin, sondern Marvel, weil er ein Marvel-Fan ist. Den kriegst du nicht klein und ja. Ja, was mit Lemperle ist und mit seinem, ja, mit seiner Stelle, Wunde am Fuß, wie auch immer, der irgendwie einen Tritt abbekommen, der kann auch mal bald wieder zurückkommen, oder hat er Glasknochen, ich weiß das nicht. So schlimm klang das gar nicht da, was er da haben soll. Und jetzt fällt er auch irgendwie schon zum dritten oder vierten Mal aus in Folge, unabhängig davon, dass Baumgart auch nicht wirklich auf ihn gesetzt hat. Ja, aber jetzt halt mit Ljubicic fehlt der zweite Schlüsselspieler wie Thielmann. Das ist natürlich Katastrophe. Ne? Also der Kader wird immer dünner. Ich weiß gar nicht, wen du da jetzt hochziehen kannst oder sowas. Vielleicht Schwerten, vielleicht dann doch mal so ein Weschenbach oder sowas. Oder Mittelstädt oder sowas. Weil die machen es ja dann eigentlich auch gut in den beiden U-Mannschaften oder in der einen jeweils in der zweiten Mannschaft. Ja, wie gesagt, viel darf jetzt nicht mehr passieren und wir brauchen jetzt einfach die Stabilität. Und da kommen wir um die Doppel-Sechs nicht herum. Diese Scheiße mit Dietz oder Tigges plus Meiner da vorne, das bringt gar nichts. Wie ich es vorhin gesagt habe, in der Analyse zum Gladbach-Köln-Spiel, Tigges ist da nur hin und her gejoggt und Meiner hat viel versucht, aber das Pressing hat nicht funktioniert und wir berauben uns selber unsere Stärken oder die Stärken von Meiner, indem er über außen ins Dribbling kommt und sich durchsetzen kann. Was soll er da blindlings anlaufen, wenn das Pressing komplett gar nicht funktioniert? Oder die Bälle von hinten zu ihm nach vorne, wo er denn mit Geschwindigkeit aufs Tor zu laufen soll, überhaupt nicht ankommen, weil sie einfach scheiße gespielt werden. So, und das war nicht nur heute so, das kann auch von 5 Spielen nochmal dreimal passieren, weil wir einfach nicht diese super Jungsseiten haben, die diese Bälle perfekt spielen können. Ne? Ja, gut. Wie gesagt, gute Besserung, Ljubicic und allen anderen, die eben ja noch oder weiterhin ja auch verletzt sind. Wir dürfen oder es darf nichts weiter hinzukommen und wir Fans müssen echt die Daumen drücken und hoffen und dass da keiner noch zusätzlich krank wird jetzt oder sowas. Ja, Donnerstag muss gewonnen werden, egal wie. Ja, um nicht nur eine Chance noch zu haben in der Conference League, sondern auch um ein bisschen Geld zu generieren. Aber auch um wieder Selbstvertrauen zu sammeln. Ne? Ich habe nicht umsonst gesagt, dass wir gegen Dortmund auch Glück hatten. Es hätte auch unentschieden ausgehen können oder Dortmund hätte auch gewinnen können. Da haben 2 Drittel von euch mich fertig gemacht und gesagt, nein, nein, nein und wir haben verdient gewonnen, bla bla. Haben wir eben nicht, weil da stand auch schon vieles auf der Kippe. Und jetzt hast du die Quittung gegen Belgrad bekommen und jetzt hast du die Quittung gegen Gladbach bekommen. Unabhängig davon, dass du dich selber geschwächt hast, durch Kainz natürlich, darf er nicht machen. Aber wir wurden vorher auch kaputt getreten durch Bensebaini. Nicht nur umsonst ist es auch für Baumgart eine rote Karte. Es ist einfach eine rote Karte. Ich habe es mir jetzt noch 5-mal angeguckt oder sowas. Er tritt ihm nur den Fuß kaputt. Da ist nichts mit. Nein, da gibt es keinen Spielraum. Es ist für mich rot. Aber gut, der Schiedsrichter hat jetzt so entschieden und der Videoschiedsrichter, die sind ja angehalten worden, jetzt nicht bei jedem Pups sich zu melden, damit es in einer Tour Unterbrechung gibt und man da irgendwie rausrennt und sich das anguckt da oder sowas. Aber das war eher mehr rot, als dass es nur gelb war. Ist so. Und so ein Stindl, dass der noch mitgespielt hat, Bensebaini hätte auch niemals 2 Tore geschossen, wenn er da rot sieht. Aber gut, heute war ein rabenschwarzer Tag. Unterm Strich haben die Gladbacher natürlich trotzdem verdient gewonnen. Da gibt es nichts zu sagen, weil wir auch einfach schlecht gespielt haben. Unabhängig davon, dass viele Szenen halt gegen uns gelaufen sind oder unglücklich oder dumm oder Unvermögen oder sonstiges. Ne? Und man muss es einfach sagen, die Qualität ist einfach nicht so, wie viele denken. Immer dieses, warte mal ab, Dietz und Tigges. Worauf soll ich da abwarten? Da passiert nichts mehr. Diese Saison nicht und auch nächste Saison nicht. Es tut mir leid, es ist so. Ja, und Duda spielt halt jede Woche, aber er zündet nicht. Es passiert nichts. Es wird nichts. Wo, er hat einen guten Ball, glaube ich, gespielt zum Anfang des Spiels, nach 10, 15 Minuten oder 5 oder sowas. Okay, aber sonst, diese Dinger, das muss er 10-mal pro Spiel machen und nicht maximal einmal von 10 Spielen. Also gefühlt spielst du irgendwie mit 2, 3 Mann weniger. Je nachdem, wer reinkommt für den einen oder anderen. Ja, gut. Ich will jetzt auch nicht alles zu schlecht machen oder zu schlecht reden. Es kann ja am Donnerstag auch schon wieder besser aussehen, ganz klar. Aber es muss eine Leistungssteigerung geben und Baumgart und das Trainerteam, ihr müsst auch dazulernen. Ihr könnt nicht hinterher immer nur sagen, ja, wenn es klappt, dann ist alles toll und wenn es nicht klappt, hauen wir nur drauf. Ja klar, hau ich auch drauf, aber ich lege den Finger komplett richtig in die Wunde. Unser Spiel ist nur besser, wenn wir stabil stehen. Und das kannst du nur über 2 Sechser.
Und je nachdem, wenn wir stabil stehen und der Gegner scheiße spielt oder auch nicht gut spielt, kannst du diesen einen oder einen von beiden Sechsern doch auch auflösen. Dann kann Skiri mehr offensiv spielen oder Martell mehr offensiv spielen. Das können auch beide. Aber Martell, sage ich schon, Skiri ist alleine oftmals auch aufgeschmissen. So, und die Gladbacher, wir wissen es, die machen selber die Mitte zu mit zwei Sechsern, mit Kone und Weigel, sind da schon zweikampfstark und spielstark. Und dann ihre Angreifer und wir machen die Mitte nicht dicht. Ja, war ja ein richtiger Schachzug, war ja eine richtig gute Taktik heute hier, weil wir auch dreimal besser sind als die oder was? Ah, ja, gut, ich mache einen Punkt. Ich habe schon wieder viel zu viel gesprochen, aber ich musste das jetzt nochmal rauslassen, ne? Ja, wie gesagt, wir kommen nicht um die Doppel-Sechs herum. Und das muss Baumgart und das Trainerteam hoffentlich auch wieder erkennen und auch bitte so umsetzen. Bitte, bitte, bitte. Macht's gut.